Na, bist du auch so platt? Manchmal ist einfach die Luft raus, was? Also, Sie sollten jetzt nicht glauben, ich würde mich regelmäßig mit meinem Reifen unterhalten. Wobei, ich schenke Ihnen tatsächlich mehr Aufmerksamkeit, als es die meisten Autofahrer tun. Ja, mal ganz ehrlich, wann haben Sie das hier zum letzten Mal gemacht? Ha? Sehen Sie? Und deswegen sind Massen von Autofahrern mit zu geringem Reifendruck unterwegs. Ist eigentlich ein teurer Luxus. Denn da sich die Auflagefläche des Reifens mit geringem Druck deutlich vergrößert, steigert sich damit auch der Rollwiderstand. Und das bedeutet, weniger Luft gleich höherer Verbrauch. Tja, das sind Extrabelastungen sowohl für unser Portemonnaie als auch für die Umwelt. Aber wenn es nur das wäre. Reifen sind vor allem bei schneller Kurvenfahrt enormen Kräften ausgesetzt. Das Auto verschiebt sich sozusagen auf dem Gummi zum kurvenäußeren Rand. Und dies mit seinem eigenen Gewicht und den Fliehkräften. Schwerstarbeit für die Reifen. Nun schauen wir uns das Ganze nochmal an. Diesmal mit deutlich weniger Druck. Sie sehen schon, die Felge schiebt sich deutlich weiter über den Reifen. Dies kann so weit gehen, dass der Reifen von der Felge abspringt. Und das ist natürlich enorm gefährlich. Deshalb hat der Gesetzgeber beschlossen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Ab November 2014 müssen alle Neufahrzeuge der Klasse M1, also alle Fahrzeuge mit bis zu 8 Sitzen plus Fahrer, das heißt alles von PKW bis Wohnmobil, mit einem System ausgestattet sein, das den Reifendruck oder seine Veränderung über die Zeit erfasst und bei fahrendem Fahrzeug entsprechende Informationen an den Fahrer übermittelt. Zulässig sind dabei sowohl indirekt als auch direkt messende Systeme. Ich erkläre es Ihnen. Moderne Fahrzeuge sind mit ABS- und ESP-Systemen ausgestattet. Diese erkennen anhand der Drehzahl des Rades, dass sich dessen Umfang verändert hat und melden dies dem Fahrer. Dies ist die indirekte Messung bzw. Errechnung über die genannten Parameter. Continental ist sowohl Hersteller indirekter als auch direkter Systeme, priorisiert aber die direkt messenden Systeme, weil diese den Reifendruck schneller und genauer ermitteln. Dieses Ventil bietet eine Besonderheit. Es verfügt über einen Drucksensor und der sendet Informationen über Reifendruck und Temperatur an das Steuergerät des Fahrzeugs und meldet dem Autofahrer sofort, wenn ein kritischer Druckabfall auftritt. Das ist das direkte RDKS, also Reifendruckkontrollsystem. Und ein solcher Sensor befindet sich natürlich an jedem Reifen und deshalb kann der Fahrer auch direkt feststellen, wo genau die Probleme auftreten. Stimmt doch, Tobias, oder? Stimmt, genau. Continental bietet ja zu diesem Thema natürlich auch unterschiedliche Trainings an. Was kann ich da bei euch lernen? Grundsätzlich haben wir 3 verschiedene Trainings. Im Rahmen einer 2-stündigen Informationsveranstaltung führen wir den Teilnehmer an das Thema Reifendruckkontrollsysteme heran. Wie funktionieren sie? Welche Besonderheiten gibt es? Was bedeutet die Einführung der Reifendruckkontrollsysteme für die Werkstatt? In einem 4-stündigen Seminar wenden wir uns gezielt an die Verkaufsberater, wo wir mit den Themen Kalkulation, Beschaffung, Terminplanung, Informationen an den Kunden und auch Werkstattausrüstung punkten. Schlussendlich haben wir das rein technische Training, bei dem wir einen Tag lang in die Praxis einsteigen. Hier schauen wir uns den gesamten Ablauf und die daraus resultierenden Fragen an. Macht ja auch durchaus Sinn, bei euch so ein Training wahrzunehmen, denn Continental ist ja der einzige Hersteller, der über Kompetenz sowohl im Bereich Reifen als auch bei den Sensoren verfügt. Und weil wir eben auch den Aftermarket abdecken. Alles, was wir anbieten, entspricht Originalqualität. Beim Service und auch beim Anlernen der Sensoren halten wir uns exakt an die Herstellervorschriften. Außerdem bieten wir sogenannte Service-Kits an. Hier tauschen wir beim Reifenservice nur die notwendigen Teile des Systems aus. Das erspart der Werkstatt und dem Kunden Zeit und Geld. Seit 2003 ist Continental mit dem RDKS am europäischen Markt. Und dieser Vorsprung zahlt sich aus. Denn basierend auf den Erfahrungen mit den ersten Generationen dieser Sensoren ist man nun schon einige Schritte weiter.
Neben den fahrzeugspezifischen Sensoren bietet Continental ab der Winterreifenperiode 2014 mit dem VDO Ready Sensor Konzept vorprogrammierte RDKS Mehrmarkensensoren an. Das bedeutet, drei verschiedene VDO Ready Sensor Varianten decken eine Vielzahl aller am Markt befindlichen Fahrzeuge ab, die mit einem direkten System ausgestattet sind. Und dazu präsentieren sich diese Sensoren noch in einer völlig neuartigen Form. Der Ready-Sensor ist gerade mal so groß wie ein 50-Cent-Stück. Und er bietet eben einige Vorteile gegenüber den derzeit am Markt befindlichen Sensoren, nicht? Na klar, der Sensor bedarf keiner zusätzlichen Programmierung mehr, so wie es bei anderen Aftermarket-Lösungen der Fall ist. Wie gesagt, Originalteilequalität. Und für unsere neue Sensorengeneration spricht vor allem, dass sie aufgrund der Befestigung innerhalb des Reifens absolut sicher ist vor Außeneinflüssen. Aber wie befestige ich einen Sensor im Inneren des Reifens? Der Vorgang an sich ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Die entsprechende Stelle im Reifen wird gereinigt und der bereits in den Gummicontainer eingesetzte Sensor wird anschließend auf die Reifeninnenlauffläche aufgeklebt. Um dies zu vereinfachen, gibt es ein praktisches Anpresswerkzeug. Aber wie es genau geht, das zeigen wir natürlich in unserer Schulung. Das ist die Zukunft der Reifendruckkontrollsysteme. Schnell und unkompliziert zu mehr Sicherheit beim Autofahren. Aber selbst wenn Ihr Fahrzeug noch nicht über Reifendrucksensoren verfügt, schenken Sie Ihren Reifen ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Sie sorgen bei jedem Wetter für Ihre optimale Verbindung zur Straße. Das ist ein harter Job. Und mal ganz ehrlich, sind wir in unseren Jobs nicht auch am besten mit ein wenig Druck?